Mein Vortrag heute: Schmiermittelfreier Betrieb in der Verpackungsindustrie, Medizintechnik mit DLC-Beschichtung. Generell ein ganz tolles Thema, sagen wir so, und natürlich auch eine Wunschvorstellung. Ich werde heute versuchen, das ganze Umfeld ein wenig zu umschreiben und zu beschreiben, weil es ist nicht nur die Beschichtung, sondern es ist auch das Umfeld, so wie mein Vorredner vorhin auch schon gesagt hat, wenn es an die Oberfläche geht, Bedingungen einfach, die geschaffen werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Aber ich kann schon so viel vorwegnehmen, es ist nicht nur ein spannendes Thema, sondern es ist ein Thema, sagen wir so, was mittlerweile seit vielen Jahren in Serie umgesetzt wird. Bevor wir das jedoch tun, nochmal ganz kurz, sagen wir so, den Überblick, wo wir hier die letzten Tage drüber gesprochen haben. Nicht alle von Ihnen waren gestern auch dabei. Und einfach mal ganz kurz einen Überblick, sagen wir so, wenn wir über Beschichtung reden, weil wir reden natürlich auch gerne in Kürzeln oder in Fremdworten, dass wir da im Prinzip, sagen wir so, wissen, wo wir unterwegs sind. Heute Morgen wurde das Thema Additive Manufacturing angesprochen, ein total tolles Thema. Dazu gehören unter anderem das, was wir heute Morgen gehört haben, aber auch natürlich Auftragsschweißen, Plasmageschichten und so weiter. Da sind wir, denke ich mal, sagen wir so, auf einem sehr, sehr interessanten Weg. Das, was Sie heute hier bereits gesehen haben und gleich hoffentlich bei den Rundgängen noch sehen werden, sagen wir so, ist das Beschichten von Oberflächen. Hier werden wir gleich insbesondere, sagen wir so, über den Bereich PACVD reden und über den Bereich Primeform, das heißt Diffusionsprozesse, wo wir in die Oberfläche reingehen und damit im Prinzip auf der einen Seite, sagen wir so, wirklich die Grundvoraussetzungen schaffen, um spätere Beschichtungen, sagen wir so, nochmal einen Tick haltbarer zu machen und da im Prinzip, sagen wir so, in die richtige Richtung zu gehen. Das Ganze nochmal schematisch dargestellt, in die Oberfläche rein. Und wie mein Kollege das gestern so schon gesagt hat, es ist ein gutes Beispiel, wenn man das Thema Glasplatte anspricht. Glasplatte, der andere sagt Eierschaleneffekt, das ist im Prinzip das Phänomen. Ich habe eine sehr, sehr harte Schicht. Wir reden hier von 2000, 3000, 4000 bis hin zu 5000 HV01. Das sind Schichten, sagen wir, sind super hart und die legen wir meinetwegen auf eine deutlich weichere Stahlunterschicht. Wenn wir da ein Diffusionsverfahren zugrunde legen und die Grundoberfläche im Prinzip, sagen wir so, härter machen, schaffen wir damit deutlich bessere Voraussetzungen. Im übertragenen Sinne ist es so, lege ich eine Glasscheibe auf ein Sofa, setze mich da drauf, dann reicht es schon, dann ist sie kaputt. Lege ich die gleiche Glasscheibe im Prinzip auf einem harten Untergrund, können wir alle sagen, alle gemeinsam darauf tanzen. Damit schaffe ich gute Voraussetzungen. Grundsätzliche Vorteile von Oberflächenbeschichtungen. Was erwarte ich? Längere Standzeiten der Werkzeuge, Schutz gegen Verschleiß von Kratzern, klar. Ich meine, der eine ist der Formbauer, der sehr hochsensibel mit den Bauteilen umgeht. Der andere ist letztendlich nachher derjenige, der in der Produktion ist. Und ich meine, jeder, der von uns in der Produktion mal war und dort gearbeitet hat, weiß, dass dort nicht immer ganz so sensibel, sagen wir so, mit den Werkzeugen umgegangen wird. Auch bei den Nacharbeiten im Prinzip, sagen wir so, nicht so. Und da können im Prinzip Beschichtungen sehr, sehr gute Unterstützung leisten. Weniger Wartungsaufwand in der Konsequenz, bessere Informbarkeit, verbesserte Qualität des Endproduktes, da natürlich raus resultierend weniger Trennmittel, bis hin zu gar kein Trennmittel natürlich. Je nachdem, Korrosionsinhibitor und Korrosionsschutz, Spülzeiten, Farbwechsel, haben wir vorhin schon von Buttenfeld gehört, sehr interessanter Aspekt, Reduktion von Verklebung, Anhaftung und die sogenannten Slipstick-Effekt. Dylün. Dylün, ein Name, der eine sagt DLC, der andere sagt Dylün. Was das im Einzelnen bedeutet, werde ich gleich mal drauf eingehen. Dylün finden wir im Prinzip in nahezu allen Bereichen. Die Beschichtungen, die ich dort aufgezählt habe, sind letztendlich die Beschichtungen, die wir für unseren Kunststoffbereich als solches hier nutzen. Rot markiert sind die, wo wir im Prinzip Dylün einsetzen. Wir reden hier teilweise von Entformung, wir reden über die Anhaftung, wir reden über die Adhäsion und über die Korrosion. Vorteile. Die Vorteile ist eine exzellente Entformbarkeit, wobei das etwas in Einschränkungen, sagen wir so, zu sehen ist, weil die Voraussetzungen müssen bei Dylün gegeben werden. Es ist keine Schicht, sagen wir so, die in dem Sinne, was Entformung anbelangt, so vergleichbar ist mit Chromnitrit. Korrosionsbeständigkeit, das ist eindeutig, sehr glatte Werkzeugoberflächen. Wir bewegen uns im Niedrigtemperaturverfahren, das heißt also hier noch nebenbei bemerkt, Sie sehen hier einen AMCO-Kern
Und bei einer Beschichtungstemperatur, die zwischen 180 und 215, 220 Grad liegt, sind wir also auch in der Lage, Amco zu beschichten. Wobei, Sie erinnern sich an das, was ich eben gerade gesagt habe, der Untergrund ist natürlich bei Amco weich. Das heißt, hier müssen die Werkzeugvoraussetzungen, wenn ich mit diesen Materialien arbeite, auch entsprechend, sagen wir mal so, vorbereitet sein. Jetzt habe ich schon die letzten Tage hier Gespräche gehabt, wo es dann gesagt, ja, BCC, DLC, was ist der große Unterschied? Der Unterschied ist in dem Sinne der, dass ich sage, das eine ist metallhaltig und das andere ist metallfrei. Das metallhaltige BCC, Wolfram Carbid, Balini C, bei uns der Markenname, ist eine Beschichtung, die eine deutlich höhere Oberflächenungenauigkeit, das heißt also, wenn ich im geometrisch anspruchsvollen, bewegenden Bereich unterwegs bin, verzeiht. BCC Balini C ist eine Schicht, die auch bereit ist, einen Teil von sich selber abzugeben an seinen gegenüberliegenden Reibpartner. Und wie gesagt, es verzeiht ihnen wesentlich mehr. DLC, Dailin, mit entsprechenden Zusätzen, ist hart, gibt definitiv nichts ab, hat aber extrem niedrige Oberflächen, eine sehr niedrige Oberflächenenergie, die letztendlich, sagen wir so, zu dem gewünschten Effekt führt, bis hin wirklich zum hundertprozentig schmiermittelfreien Betrieb. Hier sehen wir nochmal das Thema Dailin, WCC, Balini C. Links im Prinzip die aufgetragene Oberfläche, rechts die Fläche, sagen wir so, wie sie aussieht, wenn sie dann im Prinzip, sagen wir so, im Lauf bzw. im Werkzeug sich eingearbeitet hat. Das Verfahren selber, ich denke mal, wir werden nachher, wenn wir durch die Firma gehen und an dieser Stelle im Prinzip, sagen wir so, nochmal kurz den Hinweis, bitte tragen Sie sich ein, nutzen Sie die Gelegenheit, die Türen sind nachher auf, meine Kollegen, sagen wir so, werden Sie dort entsprechend, sagen wir so, rumführen und hier haben Sie auch die Gelegenheit, im Prinzip die Maschinen live zu sehen. Hier sehen wir eine Dailin-Anlage im Gegensatz zu den reinrassigen PVD-Anlagen, wo wir auf Bäumen aufbauen, haben wir hier die Situation, dass die Bauteile, ich sage immer, übertragenes Beispiel wie ein Mobile von der Decke abhängen. Wir arbeiten hier ausschließlich, wie gesagt, mit Gasen im Plasma und bringen dort mit eine Schicht auf, sagen wir so, mit einer maximalen Stärke von 2 bis 3 μ. Live, immer schwer zu beschreiben. Wir haben Gott sei Dank die Gelegenheit, dass wir bei älteren Maschinen noch die Möglichkeit haben, reinzugucken. Die hochmodernen Maschinen, da sind die Schaufenster leider geschlossen. Für mich ist es immer interessant, wenn ich in einem Werk bin, wo ich die Gelegenheit habe, dann nehmen wir gerne auch mal unser eigenes Handy und schauen mal rein, weil es ist doch ein sehr fantastischer Moment, wenn man das Plasma mal live sieht und im Endeffekt nachher das fertige Bauteil in der Hand hat und sagt, was für eine hochpräzise Schicht im Prinzip aufgebracht werden kann. Was kann Dailin? Wir reden gleich von Reibung, wir reden von Fettfreiheit, also reden wir auch von Reibung. Der Mumme hat es gerade eben schon beschrieben, sagen wir so, wenn es auf der Kunststoffseite ist. Wir reden jetzt hier von dem Bewegungsapparat und hier gibt es ganz klassische Tests, Stift-Scheibe-Tests. Hier bringe ich im Prinzip, sagen wir so, eine beschichtete Fläche mit einem Stahl in Kontakt. Ich bringe eine Kraft drauf, ich lasse es rotieren. Ähnlich wie wir es gerade eben gesehen haben, mit dem Ergebnis, dass ich entsprechende Kräfte, sagen wir mal, messen kann. Ja, und auch da fiel vorhin schon der Name Teflon, chemisches Kurzzeichen PTFE. Ich denke mal, das ist Maß aller Dinge. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist Teflon leider nicht so in der Lage, uns in der Kunststoffindustrie zu helfen, weil es ist aus, nicht nur aus meiner Sicht, auch der Sicht unserer Kunden, eine sogenannte Opferschicht. Sie hält nicht lange, sie ist dann irgendwann weg. Und gleich folgend dem PTFE finden wir das Dailin und das DLC. Mein Kollege Kasek spricht immer ganz gerne von Oberflächenenergie. Und wenn ich Oberflächenenergie in irgendeiner Form beschreiben muss, ist es immer schwer. Ich denke mal, dieses Bild veranschaulicht im Prinzip, sagen wir so, sehr, sehr deutlich, wenn ich von Oberflächenenergie rede. Das heißt, die Energie, die die Oberfläche im Prinzip, sagen wir so, einem Medium entgegenbringt. Hier legen wir im Prinzip Wassertropfen auf die Oberflächen auf und messen im Prinzip, sagen wir so, die Kräfte, die dem entgegenstehen.
Ein Thema, was mir ein bisschen am Herzen liegt, ist das Thema Entformung. Dailin ist dem Haus, vom Haus aus ist es im Prinzip eine Kohlenstoffschicht. Kohlenstoffschichten können mit Kunststoffen funktionieren. Viele Kunden haben allerdings die Erfahrung gesammelt, dass es auch einen sehr, sehr hohen Klebeffekt gibt. Das heißt, oftmals erleben wir, dass Kerne, Auswerfer beschichtet werden, die nicht abgedeckt werden, versehentlich nicht abgedeckt werden und der Kunststoff haftet an der Kohlenstoffschicht massiv an. Anders bei der Linne. Nicht für alle Kunststoffe, auch da gibt es Unterschiede. Solange wir uns im Medizin- und Pharmabereich unterwegs bewegen und im Verpackungsbereich PP, PE, PET, haben wir mit Dailin ein Produkt, was unter einem gewissen Zusatz, deswegen im Prinzip auch der Markenname, in der Lage ist, nicht nur den bewegenden Apparat abzudecken, sondern im Prinzip auch den kompletten Konturbereich, Entformbarkeit. Ist es allerdings so, wenn von vornherein massive Probleme in der Entformung vorliegen, beim Anfarben, beim Entformen, ist Dailin nicht das Allheilmittel. Wenn während der Produktion allerdings, sagen wir so, Entformungsprobleme entstehen durch einen kontinuierlich aufbauenden Prozess, das heißt, ich habe Anhaftungen durch Materialien, durch Ausgasung oder, gehen diese in der Regel beim Entformen, sagen wir so, durch die geringe Oberflächenenergie schon weg. Und damit kann ich im Prinzip, sagen wir so, ein deutlich besseres Ergebnis erzielen. Die Vorbereitung. Und ich sagte es eben gerade, als ich über das Thema Balinit C gesprochen habe, die Vorbereitung bei Balinit de Lune ist eine wesentlich höhere als das, was ich im Prinzip bei einem Standard Balinit C machen muss. Ich sollte im Prinzip, sagen wir so, die Bauteile definitiv in Schleifrichtung, Gleitrichtung, sollte ich sie abziehen. Das Mindestmaß ist definitiv ein 800er Korn. Ich kann Ihnen gleich noch ein Bild zeigen, wo Sie erkennen, wenn ich wirklich in Richtung fettfrei, schmiermittelfreien Betrieb gehen möchte, heißt hier im Prinzip die werkzeugmacherische Devise so genau wie möglich und nicht so genau wie nötig. Die Oberfläche ist der absolute Grundstein, den ich für eine astreine funktionierende Dailin-Oberfläche benötige. Ich sollte natürlich die Formansätze unbedingt demontieren, klar, wir können hier nur Einzelbauteile beschichten und keine zusammengebauten Bauteile. Vorherige Entfernung jeglicher Belege, alles muss runter. Nitrierhaut, Erodierhaut, Kunststoff, Korrosion, Oxide etc. Polierte Flächen müssen nach einem Dauereinsatz unbedingt vorher aufgearbeitet werden. Reinigung der Kühlkanäle und Entfernung können Sie sich vorstellen, dass wir natürlich keine Verunreinigung in der Anlage und sollte es so sein, schaffen wir hier im Hause die Möglichkeit, durch entsprechende vorbereitende Maßnahmen, sagen wir so, dem noch entgegenzuwirken. Grundhärte, Basismaterial sollte, Stichwort Glasscheibe, Minimum 50 HRC. Sollte das nicht der Fall sein, sollten wir vorher darüber sprechen und gegebenenfalls vorbereitende Maßnahmen ergreifen. Und natürlich, sagen wir so, Konservierung, Entformungsverbesserer, Oberflächenstrukturen sind möglich. Es steht zwar Dailin obendrauf, aber grundsätzlich für alle PVD, CVD und PVD und PACVD-Verfahren gilt die gleiche Spielregel. Das Beschichtungsverhältnis in Bohrungen, in Stegen liegt in einer Größenordnung von 1 zu 1. 2 mm Steg sind 2 mm tiefe Beschichtungsmöglichkeit, jedoch abfallend, so wie es die Grafik im Prinzip zeigt. Das heißt, wir bewegen uns hier im Verhältnis 1 zu 1. Es ist aber, hört aber nicht abrupt auf, sondern es läuft langsam aus. Und keine Angst, an der Stelle, wo es langsam ausläuft, da wo Schicht ist, dort bleibt sie auch. Ich möchte nochmal auf das Thema Grundhärte eingehen. Grundhärte ist eins der wesentlichen Faktoren. Jeder ist der Meinung, dass wenn er ein 50, 52, 54 HRC hartes Grundmaterial hat, das ist hart. Nun sprach ich vorhin im Prinzip über HV-Werte größer 2000. Wenn ich in diese Richtung gehe, dann sieht das Thema 50 HRC nicht mehr so hart aus. Sie werden sehen, dass diese Schichten, insbesondere Dailin, die sich im 2-μ-Bereich bewegen, teilweise sogar noch drunter, natürlich extrem stark auf die darunter befindliche Oberfläche angewiesen sind. Hier sehen wir das ganz
Klassisch in einem Beispiel, ich habe entweder eine raue Oberfläche oder ich habe sogar einen harten Partikel, den ich auch bei mir in einer Spritzgussform nicht ausschließen kann. Er tritt immer wieder auf, er passiert. Wenn dieser harte Partikel sich in eine Passung einarbeitet, mitgeschliffen wird und der Untergrund im Prinzip ist zu weich, muss ich damit rechnen, dass er im Prinzip, sagen wir, so durchbricht. Das kann ich verhindern, indem ich unser Diffusionsverfahren Primeform im Prinzip einsetze und die Oberfläche dort auf ein Niveau von bis zu 1400 HV anheben kann. Hier nochmal deutlich dargestellt, wenn ich es mit einer rauen Oberfläche mache, auch hier der Schiebeeffekt sozusagen. Das heißt, durch eine raue Oberfläche in meinem Kern schiebe ich im Prinzip, sagen wir so, die aufgebrachte Schicht hier vor mir her und zerstöre sie damit. Das Gleiche ist, was ich eben gerade schon erwähnt habe, Bauteilvorbereitung. Natürlich drehe ich, schleife ich ein Material, sagen wir so, in Bewegungsrichtung. Bewegungsrichtung, was die Verarbeitung oder Bearbeitung anbelangt. Die Bewegungsrichtung später in meinem Werkzeug ist aber oftmals, insbesondere bei runden Bauteilen, eine andere. Das heißt, auch hier ist darauf zu achten, dass nach Herstellung, auch nach dem Feinschliff auf einer entsprechenden Maschine, das Bauteil entsprechend nochmal in späterer Bewegungsrichtung sauberst abgezogen wird. Hier das klassische Negativbeispiel und da ergibt sich dann im Prinzip das, was Sie in den vorherigen Bildern gesehen haben. Ganz klar, die Schicht bricht auf, sie ist weg und damit im Prinzip, sagen wir so, nicht mehr funktionsfähig. Wir werden immer wieder darauf angesprochen, Stichwort Korrosion. Selbstverständlich sind es chromhaltige Sachen im Stahl selber oder auch sehr stark chromhaltige Schichten, die Mikrokorrosion hemmen können. Darum gilt grundsätzlich für nahezu alle PVD-Schichten, im Prinzip sind korrosionshemmend, klar unter Einfluss von Chrom, aber tatsächlich 100% korrosionsschützend ist nur eine Schicht. Nur Dalin, und das ist das, was Kunden von uns insbesondere in ganz stark gekühlter Werkzeugumgebung auch zu schätzen wissen, nur Dalin ist wirklich 100% diffusionsdicht und absolut in der Lage, auch einen 100%igen Korrosionsschutz zu bilden. Hier sehen wir den Vergleich zwischen einer Balinit A, Titannitritbeschichtung, und einer klassischen Dalin. Im Salznebelsprühtest nach DIN. Und ich denke mal, zu den Bildern, sagen wir so, brauche ich nicht mehr viel sagen, die sprechen für sich. Einsatz findet dieses Dalin gerade aus diesem Grund, unter anderem in der PET-Industrie. Das heißt, da arbeiten wir mit wirklich brachialen Werkzeugkühlungen, so wie wir es uns normalerweise im Spritzguss nicht vorstellen können. Aber Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein 96- oder 72-fach Werkzeug haben, was mal eben ganz entspannt einen 2-Zoll Kühlanschluss hat. Mit diesem 2-Zoll Kühlanschluss schicke ich da 8 bis 9 Grad Wasser auf die Reise. Der Kunde nickt, stimmt's. Letztendlich sagen wir so, das sind auch noch reproduziert in den Ländern, nicht nur in Deutschland, sagen wir so, sondern insbesondere in den wärmeren Ländern, wo es dann richtig anstrengend wird. Sprich Kondenswasser schon binnen Minuten. Ein paar Anwendungsbeispiele. Sie erinnern sich, dass ich gerade gesagt habe, Thema Oberfläche. Ich denke mal, Thema Oberfläche ist hier gerade in diesem Produkt, Ausdrehkern, Verpackungsindustrie, das ist der Klassiker. So bekommen wir im Prinzip von Kunden Bauteile angeliefert, die viele, viele Jahre erfolgreich mit Dalin arbeiten. Wenn ich sage erfolgreich, und ich habe vorhin erwähnt, so genau wie möglich vorzubereiten, Kunden, die dieses tun mit uns gemeinsam in der Zusammenarbeit, erleben, dass wir hier Standzeiten von Bauteilen haben, die nicht nur jenseits der 2 Millionen oder jenseits der 4 Millionen, teilweise, sagen wir mal so, bis über 8, 9 Millionen Schusszyklen. Und die Bauteile sehen nahezu immer noch so aus wie am ersten Tag. Aber, wie gesagt, Voraussetzungen müssen an dieser Stelle definitiv gegeben sein. Es ist eine wunderbare Schicht. Zurückzukommen auf das Thema Schmiermittelfreiheit. Wenn ich diese Voraussetzungen schaffe, dann schaffe ich auch automatisch im Prinzip die Voraussetzungen für schmiermittelfreien Lauf. Diese Werkzeuge, Verpackungsindustrie, Medizintechnik,
Food, alles, was in irgendeiner Form sagen wir, mit Lebensmitteln zu tun hat, bis hin sagen wir, so zur Medizintechnik, bin ich angehalten, entweder nahezu oder eigentlich zu 100% schmiermittelfrei zu sein. Klassische Beispiele im bewegenden Bereich, beschichtete Auswerfer. Hier, wie gerade erwähnt, sagen wir so, der Medizinbereich. Ich habe extra mal ein paar Bilder, sagen wir so, dazu gruppiert, dass man auch den Kern, hier sehen wir den Kern eines Spritzenkörpers mit den dazugehörigen Abstreifer. Diese Bauteile laufen, wie Sie sich vorstellen können, natürlich in Reinräumen. Und in Reinräumen ist die Bedingung von vornherein klar vorgegeben. Hier sind wir 100% schmiermittelfrei. Ebenfalls ein Medizinprodukt. Es ist die Fingerauflage im Prinzip eines Standardspritzenkörpers für Impfstoffe. Schieberführung hier beschichtet mit Dailin, Grundmaterial PP. Da erinnere ich nochmal, Polyolefine vertragen sich mit unserem Dailin hervorragend. Das heißt, ab dem Moment, wo Sie sagen PP, PE, teilweise PMMA, müssen wir ein bisschen abchecken und noch diverse andere Materialien, wo wir einfach sagen, wir brauchen die Konturen nicht abdecken. Wir beschichten die Konturen mit und Sie genießen eigentlich letztendlich alle Vorteile, die das Dailin im bewegenden Bereich, Korrosionsschutz etc. plus noch eine deutlich bessere, sagen wir so, Entformung auch für den Konturbereich. Pipettenspitzen, ganz heißes Thema. Jeder, der so ein Werkzeug mal gesehen hat, der fragt sich heute noch, wie das funktioniert. Hier laufen wir, nur dass Sie sich die Dimension so ein bisschen vorstellen können, hier laufen wir im Prinzip, sagen wir so, von einer 3, 4, 5, 6 mm Standardpipette auf einem Punkt von 0,8 und 0,5 laufen wir aus. Wer sich das Ganze dann wiederum als Kern vorstellt, der weiß, wovon wir da reden. Hier können Sie sich natürlich im Prinzip die Abformkräfte vorstellen, die dort stattfinden. Es sind schnell laufende Werkzeuge, es ist für DNA-Analysen, es sind pure Verbrauchsmittel, die laufen, wie gesagt, 96-fach, 72-fach mit Zyklen kleiner 3. Und hier auch sowohl was die Härte, was die Fettfreiheit anbelangt, störungsfreier Lauf, Dailin. Einer der Treiber, natürlich, klar, ist zum wiederholten Mal die Verpackungsindustrie. Es ist die Kühlung, es ist die Haltbarkeit, es sind die Laufzeiten der Werkzeuge. Und dann bin ich eigentlich auch schon fast am Ende meines Vortrages. Ein hervorragendes Produkt im Prinzip, um den fettfreien Lauf im Prinzip zu reproduzieren. Und wie gesagt, lange, lange, lange Haltbarkeiten. Zum Schluss, leider habe ich hier noch keine wirklich vorzeigbaren Beispiele, aber es hat sich bei mir persönlich mit 2, 3 Kunden gemeinsam ein Thema ergeben, was hochinteressant ist. Das ist das Thema Dailin in der Silikonfertigung. Ich weiß, dass für viele Leute, die in irgendeiner Form mal Berührung hatten mit LSR, Liquid Silicon Rubber, dass es eines der heißesten Themen ist, möglichst weit weg vom Spritzguss, keiner möchte es wirklich haben. Auch bei uns im Hause, sagen wir so, ein sehr schwieriges Thema, Silikonkontamination. Nichtsdestotrotz, wir haben hier Ergebnisse erzielt, die ich hoffentlich in Kürze, sagen wir so, auch in Zahlen darstellen kann. Momentan sind es im Prinzip noch gefühlte Werte. Die Versuche, die laufen noch, aber wir liegen aktuell bei Werten in der Anfahrphase bis zu 50% schnelleres Anfahren der Werkzeuge, was bei Silikonwerkzeugen mit Sicherheit und mit Abstand nicht einfach ist. Und darüber hinaus im Prinzip, sagen wir so, durchaus bessere Entformungswerte. Wie viel darüber zu sagen ist, ich gucke da mal so schräg hinter den Pfeiler, den Kunden, den ich dort nenne, die beiden Herren, die sitzen dort, wie viel sie ihnen darüber verraten mögen, sagen wir so, wenn sie da Interesse haben. Kunden haben sich bereit erklärt, gegebenenfalls dafür Rede und Antwort zu stehen. Aber nochmal, es ist wieder mal ein Phänomen. Der Mumme sagte es vorhin, Kunststoffe, Silikone sind unterschiedlich. Wir lernen, wir werden selber oftmals werden wir überrascht. Hier ist es ein Punkt, sagen wir so, wo wir gelernt haben und nicht überrascht waren, sondern ins Prinzip, sagen wir so, in eine Richtung gegangen sind, was absolut die richtige Entscheidung war. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken. Applaus